FDP-Fraktion hat das Wort Ihr Vorsitzender, Herr Kollege Martin Hagen. Danke, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt schon zum zweiten Mal in dieser Legislaturperiode legen die Grünen einen verfassungswidrigen Gesetzentwurf für ein Paritätsgesetz vor. Und sie berufen sich dabei ausgerechnet auf das Grundgesetz, in dem in Artikel 3 Absatz 2 steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. In Artikel 3 Absatz 3 geht es dann weiter. Dort steht, niemand darf aufgrund seines Geschlechts benachteiligt oder bevorzugt werden. Der erstgenannte Absatz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, ist vollumfänglich durch das bayerische Wahlrecht erfüllt. Denn jeder, unabhängig von seinem Geschlecht, hat in Bayern das allgemeine, freie und gleiche Wahlrecht. Sie dürfen, egal welchem Geschlecht Sie angehören, sich an der Wahl beteiligen. Sie dürfen, egal welchem Geschlecht Sie angehören, sich auch zur Wahl stellen. Und sogar die Forderung von der Kollegin Schulze, die gesagt hat, wir bräuchten die Hälfte der Macht für Frauen, ist im bayerischen Wahlrecht erfüllt, ist sogar übererfüllt, weil die bayerische Bevölkerung nicht nur zu 50, sondern zu 51% aus Frauen besteht. Das heißt, wir haben in Bayern bereits die Hälfte der Macht für Frauen. Ja, wir haben sogar etwas mehr als die Hälfte der Macht für Frauen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, worum es tatsächlich den Grünen geht, ist etwas ganz anderes. Sie wollen eben in dieses Wahlrecht eingreifen. Sie wollen, dass nicht mehr die Wählerinnen und Wähler über die Zusammensetzung des Parlaments entscheiden, wie es in Bayern der Fall ist, sondern sie wollen als Politik Einfluss nehmen auf die Zusammensetzung des Landtags. Und das ist der Punkt, wo wir einen fundamentalen Unterschied haben. Der Gesetzentwurf der Grünen kann dazu führen, dass sogar er zu Lasten weiblicher Bewerberinnen geht. Ich habe das hier letztes Mal schon ausgeführt und ich wiederhole es noch mal gerne. Im bayerischen Wahlrecht kommen die Personen, die Bewerberinnen und Bewerber ins Parlament, die die besten individuellen Stimmenergebnisse haben, Erst- und Zweitstimme zusammengezählt. Nach dem grünen Gesetzentwurf wäre das jetzt nicht der Fall, sondern es kämen immer abwechselnd von der Liste männliche und weibliche Bewerber ins Parlament. Das heißt, es würde dazu führen, dass wenn in einem Regierungsbezirk die Kandidatinnen mit den besten Stimmergebnissen auf der grünen Liste allesamt Frauen sind, nicht diese Frauen ins Parlament einzögen, sondern die Hälfte dieser Frauen ihre Plätze an Männer mit schlechteren Stimmergebnissen abgeben müssten. Und genau das ist Gleichberechtigung nach grüner Lesart. Nach der Lesart aller anderen Fraktionen ist das keine Gleichberechtigung, sondern ist das einfach nur Hanebüchen. Vielen Dank.